Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des EU-Binnenmarkts. Ihre Gesprächspartner sind heute Bundesministerin Caroline Edtstadler und Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher, die Ihnen jetzt ihre 10 Punkte für einen neuen und besseren EU-Binnenmarkt vorstellen werden. Frau Bundesministerin, bitte. Vielen Dank, Herr Pressesprecher, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, herzlich willkommen zu unserer Präsentation des 10-Punkte-Planes für den EU-Binnenmarkt. Mehr als 30 Jahre ist der EU-Binnenmarkt eine der größten Errungenschaften der Europäischen Union. Er hat dafür gesorgt, dass Wohlstand, freier Handel zwischen den Unternehmen und Wachstum stattfinden konnten, angekurbelt wurden und dass auch die Innovation gefördert und gestärkt wurde. Und jetzt gilt es, diesen Binnenmarkt tatsächlich auszubauen. Gestern gab es auch einen interessanten Austausch. Wir hatten den Austausch beide mit dem italienischen ehemaligen Premierminister Enrico Letta, der im Auftrag des Europäischen Rates einen Bericht zur Zukunft des EU-Binnenmarktes aufbereiten wird. Und gerade jetzt ist es, glaube ich, so wichtig, denn wir stehen wenige Monate vor den Wahlen zum Europäischen Parlament, damit wir hier auch tatsächlich in die Gänge kommen. Für Österreich als Exportland ist der Binnenmarkt natürlich von enormem Wert. Circa 70% unseres gesamten Außenhandels findet innerhalb der Europäischen Union statt. Und seit dem EU-Beitritt Österreichs ist der Export in die anderen EU-Mitgliedstaaten mehr als verdreifacht worden, hin zu einem Betrag von 112 Milliarden Euro pro Jahr. Insgesamt sind es 63.100 österreichische Exportbetriebe, vor allem kleinere und mittlere Unternehmen, und fast jeder zweite Arbeitsplatz ist durch diesen Export auch tatsächlich gesichert. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass sich die Welt verändert. Ich war letzte Woche in Saudi-Arabien, Arbeitsminister und Wirtschaftsminister Kocher war in Indien, und dort spielt die Musik, dort sind die wirklichen Zukunftsmärkte, und dort wird sich auch in Zukunft die Weltspitze abspielen, wenn wir nicht jetzt tatsächlich in die Gänge kommen. Wir müssen daher die Rahmenbedingungen insbesondere für unsere europäischen Unternehmen ändern. Der europäische Unternehmer braucht den direkten Wettbewerb und muss auch in Konkurrenz stehen können mit Regionen wie Asien, Südamerika, den USA, aber eben auch dem Nahen Osten. Die globalen Dynamiken erfordern auch, dass wir handeln und die Rahmenbedingungen für den Binnenmarkt neu denken. Dringend notwendig ist es daher, dass die kommende EU-Kommission die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Wirtschaftsstandortes neu denkt und auch in diesen investiert. Wir brauchen einen klaren Plan. Wir müssen die Binnenmarktregeln hier auch entsprechend anpassen. Das betrifft zum Beispiel den Beihilfenrahmen, die Sicherheit und die Leistbarkeit der Energieversorgung, die Verfügbarkeit strategischer, wichtiger und kritischer Rohstoffe und natürlich den technologischen Wandel, aber auch die entsprechenden Ausbildungskonzepte. Wir dürfen Ihnen heute aus diesem 10-Punkte-Plan einige der wichtigeren hervorheben, weil 10 Punkte herunterzubeten ist wahrscheinlich in diesem Umfang nicht notwendig und möglich, aber Sie können es auch hier nachlesen, und ich möchte hier reingehen mit einmal 4 entscheidenden Punkten. Der erste Punkt in aller Munde, aber umso wichtiger: wir müssen Bürokratie abbauen. Da darf es keine Hürden geben und keine Bremsen geben. Der Binnenmarkt der Zukunft muss ein Booster für unsere Unternehmen darstellen. Und alleine derzeit gibt es 88 Richtlinien und Verordnungen, die Berichtspflichten für Unternehmen enthalten. Ja, und mit dem Lieferkettengesetz ist schon die nächste Berichtspflicht oder eigentlich viele Berichtspflichten ante portas. Viele Unternehmen stellen zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, nur um dem eigentlich österreichischen Grundsatzformulare, Formulare von der Wiege bis zur Bahre gerecht werden zu können. Und davon müssen wir wegkommen. Was das für die Unternehmen tagtäglich bedeutet, das spürt man, wenn man mit ihnen auch im direkten Kontakt ist. Und daher braucht es ganz rasch die Erreichung des Ziels, das die Europäische Kommission auch ausgerufen hat, -25% der Berichtspflichten für die Unternehmen im europäischen Raum. Das muss sowohl für die bestehenden gelten, als auch für die in Verhandlung stehenden Gesetzesvorschläge. Und da komme ich noch einmal zum Lieferkettengesetz.
Es ist gut und richtig, dass hier eine Denkpause eingelegt worden ist, denn der gute Zweck heiligt nicht die falschen Mittel. Und wir haben einfach die Sorge, dass unsere kleineren und mittleren Unternehmen hier auch aus den Lieferketten, aus den internationalen Lieferketten herausfallen könnten, weil sie die ganzen Voraussetzungen nicht erfüllen können. Und das können wir uns nicht leisten. Wir müssen den europäischen Wettbewerb und die Fähigkeit dazu auch stärken. Ein zweiter Punkt ist, die Regeln, die es gibt, die müssen auch durchgesetzt werden und angewandt werden. Nur dann kann der Binnenmarkt auch sein gesamtes Potenzial entfalten und die Unternehmer wie die Bürger das Beste daraus ziehen. Wovon spreche ich? Zum Beispiel vom Schutz des geistigen Eigentums. Zugleich braucht es aber auch Regeln, die zukunftsfit sind, die modern sind. Wir sprechen hier zum Beispiel von einem verpflichtenden Wettbewerbsfähigkeitscheck bei der Vorlage neuer Gesetzesvorschläge auf europäischer Ebene. Und wir sollen doch bitte auch die modernen Techniken anwenden. Es kann hier doch nicht sein, dass man Papierformulare ausfüllen muss, sondern die Digitalisierung sollte hier schon auch zur Anwendung kommen, etwa wenn es darum geht, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu entsenden. Hier muss man ganz ehrlicherweise sagen, sind wir noch ein bisschen im Vorzeitsteinalter und abgesehen davon braucht es auch bei der Finanzierung von Unternehmen hier die modernsten Regelungen und die besten Anwendungen. Die Kapitalmarktunion ist leider noch nicht vollendet. Ein dritter Punkt ist ganz sicher das Herumschauen und das Analysieren auch des globalen Umfelds, das sich in den letzten Jahren wohl nicht zum Besseren verändert hat. Ich möchte sagen, die internationale See ist deutlich rauer geworden und wir müssen auch unsere Unternehmen darauf einstellen und ihnen bestmöglich unter die Arme greifen. Hier braucht es eine wirtschaftliche Sicherheit und auch eine technologische Unabhängigkeit im Fokus der neuen Entwicklungen und eine Balance zwischen dem Schutz zum Beispiel kritischer Infrastruktur innerhalb der Europäischen Union einerseits und andererseits aber auch dem klaren Blick, dass wir uns nicht abschotten dürfen. Wir brauchen nachhaltige und faire Partnerschaften und hier gilt es, globale Standards auch zu setzen. Ja, und ein Punkt ist ganz bestimmt auch, gegen unlautere Handelspraxen müssen wir uns tatsächlich wehren. Denken Sie etwa an die Dumpingvorwürfe bezüglich Biodiesel aus China oder auch an die Elektroautos, die extrem unterstützt aus China dann sehr günstig mit diesen Subventionen auf den europäischen Markt geschwemmt werden und natürlich auch uns und der Wettbewerbsfähigkeit dann schaden. Ein Punkt im Zusammenhang mit den globalen Entwicklungen ist natürlich auch der Westbalkan. Und das ist mir tatsächlich ein wahres Herzensanliegen. Es braucht einfach einen Push nach vorne für diese Region. Es ist so viel Enttäuschung hier schon passiert und wir brauchen den Westbalkan zum einen, weil er eine Frage der Sicherheit ist für die Europäische Union und auch eine Glaubwürdigkeit der Europäischen Union und zum anderen, weil dort natürlich auch Partner, österreichische, europäische Partner gute Investitionen machen können und natürlich das auf Basis der Gesetze und Regelungen, die hoffentlich auch sich annähern an die europäische Ebene. Wir verfolgen hier den Weg der graduellen Integration. Was heißt das? Wenn bestimmte Bereiche in den Verhandlungen der zukünftigen Mitgliedstaaten, der Beitrittskandidatenländer abgeschlossen sind, dann treten wir dafür ein, dass diese auch sich beteiligen können. Ein Beispiel wäre der Abschluss der Verhandlungen des Wachstumsplans für den Westbalkan. Und wenn das passiert ist, dann könnte man auch schon im Vorgriff einen Zugang zu den Zahlungssystemen von SEPA gewährleisten. Der vierte Punkt ist einer, der wohl über allem steht und auch als Verfassungsministerin sage ich ein ganz wesentlicher Punkt, das ist die Rechtsstaatlichkeit. Wir müssen uns dessen wieder bewusst werden, dass wir Anziehungspunkt für viele Menschen aus der ganzen Welt sind, Gott sei Dank auch für Unternehmen, weil bei uns einfach gesichert ist, dass auf Basis der geltenden Gesetze entschieden wird, dass man hier auch sich verlassen kann, dass die Dinge so durchgeführt werden, wie sie auch festgeschrieben sind und damit die Entscheidungshilfe natürlich für die Unternehmen gegeben ist. Ein Beispiel, wie wir das verstärken könnten und damit auch ein Vorschlag Österreichs ist, in den jährlichen Rechtsstaatlichkeitsbericht auch ein Kapitel aufzunehmen, wo tatsächlich Wirtschaftskapitel abgearbeitet werden, wo etwa schädliche nationale Maßnahmen aufgezeigt werden. Und wir haben hier so ein Beispiel, das negativ ist, wenn hier große Handelsketten im Nachbarstaat Ungarn
über Gebühr besteuert werden und das sozusagen von heute auf morgen kommt und hier auch kein Einlenken in Sicht ist. Das könnte man besprechen, das wäre natürlich dann auch für die Unternehmen eine entsprechende Handlungsanleitung bzw. eine Entscheidungshilfe, wo sie zukünftig investieren. Die Rechtssicherheit ist zu garantieren und die Kapazitäten für die Judikative und natürlich auch für außergerichtliche Streitbeilegungsmechanismen sind abzusichern und bei letzterem sicher auch noch auszubauen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf zum Schluss kommen. Europas Gewicht in der Welt hängt ganz wesentlich von der Stärke unseres Binnenmarkts ab. Das war immer eines unserer größten Assets und darauf müssen wir auch in Zukunft achten. Wir sind alle gefordert, alles zu tun, um den Standort Österreich und Europa zu sichern, damit langfristig auch unser Wohlstand für die nächsten Generationen gesichert sein kann. Die Wirtschaft ist das Rückgrat der Europäischen Union. Das ist nicht nur faktisch so, sondern auch emotional. Und wir haben ein echtes Problem, wenn sich viele nicht mehr verstanden wissen, wenn sich viele von der Europäischen Union im Stich gelassen fühlen. Wir haben leider, und das sage ich mit großem Bedauern als Europaministerin, einen der niedrigsten Zustimmungswerte zur Europäischen Union. Vielleicht liegt das auch ein klein wenig daran, dass die Wirtschaft bisher die Europäische Union immer als klaren Vorteil gesehen hat, klar proeuropäisch war, weil hier die Vorteile und Chancen sich tagtäglich verwirklicht haben. Die Stimmung kippt aber derzeit. Wenn Gründerinnen und Gründer in die USA und nach Dubai gehen, wenn Industrieunternehmen verlegt werden in andere Produktionsstätten in anderen Teilen der Welt, wenn Bauern auf die Straßen gehen oder ihre Höfe schließen, dann ist es Zeit zu handeln. Und diese Zeit ist jetzt gekommen, denn im Juni wählen wir ein neues Europäisches Parlament und im Herbst wird eine neue Kommission installiert werden. Das heißt, diese neue Kommission muss ganz klar die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit zu ihrer allerobersten Priorität machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Bundesministerin. Ich schaue ganz kurz zu unseren Kollegen hinten rechts, da hatten wir ein kurzes Tonproblem. Ist das mittlerweile gelöst? Bevor wir weitermachen mit Herrn Wirtschaftsminister. Warten wir ganz kurz, bis wir nach links rüber verkabelt haben, dann ist es Ton. Und ansonsten können wir auch gerne für den Teil der Frau Bundesministerin unsere Tonaufnahme zur Verfügung stellen für die Schnitte nachher. Vielen Dank. Herr Wirtschaftsminister, bitte. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Oberministerin, liebe Caro, sehr geehrte Damen und Herren, danke fürs Interesse. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema. Wir sprechen über den Binnenmarkt, der über die letzten 30 Jahre, mehr als 30 Jahre mittlerweile, ein wichtiger Grundstein war für den Wohlstand in Europa, aber natürlich auch für den Wohlstand in Österreich. Es ist ja ziemlich genau 30 Jahre her, am 1. März 1994 sind die Beitrittsverhandlungen Österreichs mit der Europäischen Union abgeschlossen worden. Dann gab es im Juni das Referendum und man kann sich jetzt natürlich 30 Jahre später in etwa anschauen, was denn der Beitritt 1995 an zusätzlichen Wachstumseffekten ausgelöst hat. Und die kommen vor allem natürlich für Österreich als exportorientierte Wirtschaft aus dem Binnenmarkt. Und da gibt es die unterschiedlichen Schätzungen, aber wenn man sich einen Durchschnitt der verschiedenen Studien anschaut, dann waren es wahrscheinlich im Durchschnitt etwa 0,5 Prozentpunkte mehr Wachstum durch den Binnenmarkt im Vergleich zu einem Szenario ohne EU-Beitritt. Aber nicht nur das, wir haben zum Beispiel 2022 32.000 mehr Menschen aus dem EU-Raum gehabt, die nach Österreich gekommen sind, um hier zu arbeiten am Arbeitsmarkt, als Österreich in Richtung EU-Raum verlassen haben. Also wir profitieren sowohl durch qualifizierte Arbeitskräfte als auch durch mehr Wohlstand, Wachstum, durch die wirtschaftliche Dynamik vom europäischen Binnenmarkt. Er ist seit 30 Jahren das Fundament für den Wohlstand und des Wachstums und er bleibt weiter natürlich eine treibende Kraft der wirtschaftlichen Stärke. Es geht hier auch um Geopolitik. Das ist das, was Europa stark macht, auch im Vergleich zu anderen Weltregionen. Der Binnenmarkt wurde vor jetzt
ungefähr 30 Jahren, gut 30 Jahren installiert. Er wurde am Ende der 80er Jahre entwickelt. Das heißt, es sind jetzt fast 35 oder mehr Jahre, wo die Grundregeln festgelegt wurden. Ich glaube, es versteht jeder, dass es jetzt auch wieder Schritte braucht, um die Regeln anzupassen an die aktuellen Herausforderungen. Geopolitisch hat sich einiges geändert, weltwirtschaftlich hat sich einiges geändert. Die Ziele bleiben allerdings unverändert. Das Ziel, möglichst viel Wohlstand für die Bürgerinnen und Bürger in Europa zu erzielen, attraktiv zu sein für Investitionen in Europa, aus aller Welt, attraktiv zu sein, um hier zu arbeiten und hier zu leben. Und ich glaube, es gibt ein paar wichtige Prinzipien, wenn wir über eine mögliche Weiterentwicklung des europäischen Binnenmarkts sprechen. Erstens, die Stärke Europas liegt in der Innovationskraft, in der Forschung und Entwicklung. Das muss ein zentraler Bestandteil sein aller Regeln, die wir festlegen. Zweitens, das wurde schon angesprochen, es geht um kluge Regulierung. Es geht darum, proportional zu sein, also vor allem auch die Wirtschaftsstruktur Österreichs, auch einige andere Länder mit vielen Klein- und Mittelbetrieben zu berücksichtigen. Es geht darum, Subsidiarität tatsächlich umzusetzen. Es geht darum, strukturelle Entlastung von Regulierungsbelastungen zustande zu bringen, nämlich strukturell im Sinne von, dass nicht über einzelne Regulierungen gesprochen wird. Und es geht darum, dass die Regulierung kohärent und konsistent ist. Der dritte Punkt, der wichtig ist, ist die Offenheit. Wir müssen es schaffen, dass Europa weiter offen ist gegenüber anderen Teilen der Welt. Als exportorientierter Kontinent ist das ganz entscheidend, aber dabei nicht naiv sein. Es geht nämlich klarerweise auch darum, dass wir unsere Souveränität in den Bereichen, wo das wichtig ist, stärken. Und der vierte Punkt ganz generell ist aus meiner Sicht, und er wird noch wichtiger, dazu kommt auch ein Punkt aus dem Plan, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen, weil Arbeitskräfte, Fachkräfte, der Mensch in der Produktion trotz der Automatisierung immer wichtiger wird. Und damit komme ich zu drei Punkten, die ich herausgreifen möchte aus dem 10-Punkte-Plan. Ein Punkt ist ein sehr technischer Punkt. Es geht um den sogenannten Beihilferahmen. Da geht es also darum, welche Möglichkeiten haben Staaten, um Innovation, um Forschung, um Investitionen zu unterstützen. Und ich glaube, dass wir hier Weiterentwicklungen brauchen. Der Beihilferahmen stammt aus einer Zeit, wo es vor allem eine Fokussierung auf Europa gab und der Beihilferahmen sicherstellt, dass der Wettbewerb innerhalb von Europa funktioniert und nicht gestört wird. Jetzt haben wir ganz andere Herausforderungen geopolitisch. Es gibt für gerade strategisch wichtige Produktion in den USA, in Asien große Subventionsprogramme. Ich bin ein Gegner von Subventionswettläufen, aber wir brauchen die Voraussetzung, dass es möglich ist, Industrien zu unterstützen, dass das rasch geht, dass die Verfahren schneller laufen und dass es möglichst klug geht. Und wenn man Europa mit den USA vergleicht, wo der Inflation Reduction Act sehr stark auf Steuerentlastungen setzt, Europa auf recht langwierige Verfahren zur Subventionierung von wichtigen Industrien, dann kann man einiges lernen. Und ich glaube, das wird sehr wichtig sein, weil der Beihilferahmen ja jetzt nicht nur für klassische Industrien da ist, sondern für die Transformation, die digitale und grüne Transformation. Und da ist es natürlich auch geboten, gewisse Subventionen vorzunehmen. Es muss hier eine Anpassung geben, damit es gelingt, dass die industrielle Produktion, das Rückgrat der europäischen Wirtschaft in Europa erhalten bleibt und weiter ausgebaut wird. Der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist die Energieversorgungssicherheit als globaler Wettbewerbsfaktor. Ich glaube, es ist klar, es betrifft nicht nur Unternehmen, es betrifft auch die Haushalte. Es geht um Energiesicherheit, um leistbare Energie und ein Fokus dabei natürlich auf erneuerbare Energien und auf die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren für die Erzeugung, die Speicherung und den Transport nachhaltiger Energie. Da braucht es einen raschen Ausbau der Netze, da braucht es die Infrastruktur auch für den Wasserstoff als neue Energieform, gerade in der Produktion, da braucht es das richtige Marktdesign, hier braucht es Weiterentwicklungen. Der Fokus war auf Wettbewerb in den letzten Jahrzehnten im Energiesektor. Jetzt geht es nicht nur um Wettbewerb, es geht um Sicherheit, es geht um die Transformation und da braucht es, wie gesagt, im Binnenmarkt weitere Entwicklungen. Die Energienetze sind noch nicht so integriert, wie sie sein sollten. Und der dritte Punkt, den habe ich schon kurz angesprochen, der Mensch im Binnenmarkt, wenn es um Fachkräfte und Berufsausbildung geht. Und da gab es natürlich auch vor 10, 20, 30 Jahren andere Voraussetzungen. Jetzt haben viele Staaten in Europa gerade auch
Österreich oder Deutschland einen Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel, der sich aufgrund demografischer Entwicklungen verschärfen wird. Gleichzeitig haben wir aber auch noch Situationen, dass es Länder gibt in Europa, wo die Arbeitslosigkeit hoch ist. Also wenn man sich zum Beispiel die Jugendarbeitslosigkeit ansieht. Wir haben in Österreich die fünftniedrigste Jugendarbeitslosigkeit Ende Jänner 2024. In Spanien, da ist die höchste Jugendarbeitslosigkeit, liegt sie bei 28,6%. In Schweden übrigens auch bei 23,5%. Dass es uns nicht gelingt, junge Menschen, vor allem junge Menschen, in die Länder zu bringen, wo es mehr Fachkräftebedarf gibt, das ist ein Versäumnis, das ist entscheidend auch fürs Funktionieren des Binnenmarkts. Es geht um grenzüberschreitende Mobilität, es geht um natürlich auch die Bewertung von Qualifikationen über die Grenzen hinweg und natürlich auch um die Attraktivität von Europa für internationale Talente, aber wir haben auch sehr viele Menschen in Europa, die noch nicht dort sind, wo es die Arbeitsplätze gibt. Und eine Weiterentwicklung des Binnenmarkts muss hier auch aus unserer Sicht wichtige Impulse setzen. Ich komme zum Schluss. Der Binnenmarkt muss neu ausgerichtet werden, das ist eine Weiterentwicklung. Dafür braucht es einen klaren Plan. Der klare Plan, ich darf es kurz nehmen, ist hier zum Teil auch niedergelegt. Wir brauchen auch einige innovative Ideen. Wir haben gestern gemeinsam mit Enrico Letta gesprochen. Wir haben ihm diesen 10-Punkte-Plan auch mitgegeben. Wir werden uns weiter aktiv einbringen. Sein Bericht über die Weiterentwicklung des Binnenmarkts wird am 17. April präsentiert. Ich halte wirklich den Zeitpunkt jetzt für sehr wichtig. Wir stehen global, geopolitisch, weltwirtschaftlich an einer Gabelung für die EU. Wenn es uns nicht gelingt, die Wettbewerbsfähigkeit für die nächsten 10 bis 15 Jahre sicherzustellen, dann verlieren wir gegenüber anderen Regionen der Welt an Attraktivität. Das ist nicht nur für die Wirtschaft problematisch, das wäre auch natürlich für den Wohlstand eine Bedrohung. Wir müssen es schaffen, dass alle den Binnenmarkt nicht als Bedrohung sehen, sondern als große Chance Europas, als Asset Europas im Interesse der Menschen in der EU. Und dafür werden wir uns einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen nun zu Ihren Fragen. Einmal von Puls24. Jakob Wirl, Puls24. Zwei Fragen an Sie, Frau Edt-Stadler. Frage Nummer eins. Es gab zuletzt massive Kritik der ÖVP an den Grünen, namentlich an Leonore Gehwessler und an Frau Ministerin Sadic. Wann haben Sie in den letzten ein, zwei Wochen persönlich mit den beiden gesprochen? Gibt es noch das persönliche Gespräch oder findet die Kommunikation da mittlerweile mehr medial statt zwischen den Kolleginnen? Und die zweite Frage, eine Liste kurz, käme Stand jetzt auf rund 10% laut Umfragen. Rechnen Sie damit, dass Sebastian Kurz mit einer Liste antreten wird bei der kommenden Nationalratswahl und wäre das möglicherweise für Sie auch ein Grund, da mitzuwirken? So interessant ist der Binnenmarkt, dass die erste Frage gleich eine zutiefst innenpolitische ist. Ich glaube, daran müssen wir noch arbeiten. Also zu Ihrer zweiten Frage. Sebastian Kurz hat mehrfach gesagt, dass er nicht in die Politik zurückkehren wird. Und ich finde, das sollte man einfach auch akzeptieren und so annehmen. Zum Zweiten, ja, ich bin regelmäßig im Austausch mit den beiden von Ihnen angesprochenen grünen Ministerinnen. Zuletzt auch letzten Mittwoch nach dem Ministerrat, insbesondere wieder zum Thema NEKP. Und ich habe auch hier noch einmal klargemacht, dass es hier Gesetze gibt, an die man sich zu halten hat, wenn ein nationaler Plan erstellt wird. Und die heißen in dem Fall Bundesministeriengesetz, § 5 Absatz 3, da ist das Einvernehmen mit allen herzustellen. Und gerade bei so einem wichtigen Projekt wie dem Kampf gegen den Klimawandel braucht es einfach alle, die auch an einem Strang ziehen. Da braucht es die Landwirtschaft, die Wirtschaft und die Industrie. Und da kann man nicht einen einseitigen Plan, einen Gehwessler-Plan nach Brüssel schicken, ohne dass der akkordiert ist, weil man halt gewisse Dinge ablehnt. Ja? Also Stichwort Wasserstoff, Technologie, Stichwort Biogas, Stichwort auch Kauf von Zertifikaten, wenn die sehr hohen ambitionierten Ziele von -48%, das ist ja unsere Vorgabe seit 2005, nicht im ersten Schwung erreicht werden können. Und deshalb habe ich hier auch ganz klar noch einmal der Kollegin Gehwessler gemacht, dass hier die Gesetze nicht eingehalten worden sind. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, es ist zu wichtig, als hier einen Alleingang zu machen. Denn wenn wir die Ziele erreichen wollen, dann müssen wir alle auch einbinden und brauchen das Commitment. Und das bindet ja nicht nur, solange diese Bundesregierung im Amt ist, sondern weit darüber hinaus. Vielen Dank.
Also es gibt weiter natürlich Gespräche und ich finde, es gibt zwei Momente in der Demokratie, wenn man sich nicht uneinig ist, um über etwas zu diskutieren. Das ist ja auch gewünscht, da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten von unterschiedlichen Parteien. Hat keiner gesagt, dass es einfach ist, wenn zwei Parteien wie Grüne und ÖVP zusammenarbeiten, das Beste aus beiden Welten. Das andere ist aber die Einhaltung von Gesetzen. Und hier kenne ich keinen Pardon, wenn es hier ein Gesetz gibt, das ein klares Prozedere auch vorgibt, das eingehalten werden muss und nicht eingehalten wird, dann ist es auch meine Verantwortung als Verfassungsministerin zu reagieren. Danke sehr. Wir haben eine Frage von Servus und nachher vom ORF. Genau. Eine Frage noch an Sie, Frau Ministerin, zum bekannt gewordenen Missbrauchsfall jener 12-Jährigen in Wien. Sie haben da angekündigt, Sie wollen mit dem Herrn Innenminister Maßnahmen zur Verschärfung des Jugendstrafrechts arbeiten. Nochmal die Nachfrage, was wollen Sie da berücksichtigen und bis wann wollen Sie diese Vorschläge präsentieren? Und an den Herrn Arbeitsminister, jetzt waren 2023 knapp 43.000 Flüchtlinge und Schutzberechtigte ohne Job. Welche Maßnahmen wollen Sie da setzen, um diese Menschen stärker in den Arbeitsmarkt zu holen? Zu dem von Ihnen angesprochenen Fall, das ist ein zutiefst schockierender Fall. Und ich glaube, nach so einem Verbrechen, das sich über eine lange Zeit gestreckt hat, kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. Und das ist auch der Grund, warum Bundeskanzler Karl Nehammer mich und den Innenminister beauftragt hat, hier auszuarbeiten Vorschläge, wie man in Zukunft mit derartigen Fällen umgehen kann. Wir wissen, dass es immer wieder schreckliche Verbrechen gibt, auch von unter Strafmündigjährigen sozusagen, also unter 14-Jährigen in Österreich. Und wir wissen auch, dass es in anderen Ländern Europas teilweise eine niedrigere Strafmündigkeit gibt. Und daher glaube ich, muss man jetzt wirklich akkordiert sich die Gesamtlage anschauen. Man muss auch die Wissenschaft, die Stakeholder, NGOs an den Tisch holen, um hier zu diskutieren, wie man dem begegnen kann. Das eine ist natürlich das Drehen an der Strafmündigkeit. Da gibt es aber auch andere Punkte, die man berücksichtigen muss. Denken Sie nur daran, dass im Internet völlig frei zugänglich sind Gewaltszenen, Gewaltvideos. Da gibt es keinen Warnhinweis, dass das erst ab 14, 16, 18 freigegeben worden ist. Ich glaube, da braucht es einen gesamtgesellschaftlichen Zugang und eine Überlegung, wie man hier mehr Transparenz schaffen kann, wie man die Eltern einbeziehen kann, wie man hier einfach dem entgegenwirken kann, was wir hier in diesem brutalen Fall gesehen haben. Aber natürlich auch, wenn man über die Ländergrenze schaut, nach Deutschland immer wieder auch sieht in Mordfällen, die sich zwischen 12- und 13-Jährigen abspielen. Und deshalb werden der Innenminister und ich entsprechend dem Auftrag vom Bundeskanzler hier auch weitere Schritte besprechen. Wir sind schon im Kontakt und werden, sobald wir hier auch Ergebnisse haben bzw. Zusammentreffen geplant sind, die Medien davon informieren. Ja, was die subsidiär Schutzberechtigten, Asylberechtigten in Österreich am Arbeitsmarkt betrifft, gibt es ja laufend Weiterentwicklungen der Arbeitsmarktpolitik. Wir sehen, dass sie auch viel rascher in Beschäftigung kommen, als das noch vor 7, 8 Jahren der Fall war, 2016, 2017. Da hat es ungefähr im Durchschnitt 5 Jahre gedauert, bis 50-60% Beschäftigungsquote erreicht wurde. Jetzt brauchen wir 2 Jahre dafür, aber es stimmt, die Zahl ist gestiegen in den letzten Monaten. Wir haben das natürlich auch vorhergesehen und haben schon im Budget für dieses Jahr zusätzliche 75 Millionen für Intensivintegrationsprogramme am Arbeitsmarkt vorgesehen. Das sind also zusätzliche Mittel, die gemeinsam mit den Ländern und dem AMS eingesetzt werden, insbesondere für junge Erwachsene, die am Arbeitsmarkt einen Nachholbedarf haben, was Ausbildung, was Spracherwerb und was Arbeitsvorbereitung betrifft. Und wir machen das jetzt anders als davor, wo das oft hintereinander geschaltet war. Zuerst ein Sprachkurs, dann ein Nachholen von gewissen schulischen Ausbildungen und dann eine Arbeitsmarktvorbereitung. Das passiert jetzt parallel in einem sehr strukturierten Prozess. Die Länder setzen das gerade auf. Wir haben einige Länder, die haben das schon. Das wird massiv ausgeweitet. Und da werden die jungen Erwachsenen teilweise über 30 Stunden, 35 Stunden pro Woche sehr rasch auf den Arbeitsmarkt vorbereitet, mit dem Ziel, innerhalb von einigen Monaten entweder in eine vollwertige Ausbildung gehen zu können, also zum Beispiel eine Lehre, oder am Arbeitsmarkt direkt einzusteigen. Und ich glaube, das ist die richtige Antwort darauf. Die Menschen sind da, sie werden da bleiben, weil sie berechtigt sind, in Österreich zu bleiben. Deswegen müssen wir alles tun, dass die Arbeitsmarktintegration so rasch wie möglich passiert. Wie gesagt, ein ganz neuer Ansatz jetzt, der auch mit Budget dieses Jahr und nächstes Jahr sehr gut untermauert ist, unterfüttert ist. Vielen Dank. Wir haben noch eine abschließende Frage vom ORF.
An den Kollegen anschließend, weil Sie gesagt haben, Experten einbinden, NGOs an den Tisch holen. Es gibt massive Kritik von Experten an der Herabsetzung der Strafmündigkeit. Was entgegnen Sie diesen Kritikern? Erste Frage, und die zweite Frage schließt an den Kollegen an, Stichwort grüne Ministerkolleginnen, Kollegen, Sie sind kritisiert worden für Ihre Aussage oder für Ihre Kritik am Richter des Kurzprozesses. Da hat die Ministerkollegin Sadic sinngemäß gesagt, die ÖVP muss halt dann auch in Superwahljahrzeiten mit einem für Sie vielleicht, also für die ÖVP vielleicht unangenehmen Urteil leben. Was entgegnen Sie da? Also zunächst, ich habe es ausgeführt, der Innenminister und ich werden hier einen Prozess aufsetzen und all die Möglichkeiten prüfen. Ich glaube, es liegt auf der Hand, dass man nach so einem Vorfall nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann. Es ist zum Zweiten ein Faktum, dass es unterschiedliche Grenzen der Strafmündigkeit gibt, auch in anderen Ländern Europas. Also ich denke zum Beispiel, auch wenn es nicht mehr Europäische Union ist, Großbritannien mit 12 Jahren, die Schweiz, auch nicht EU, aber Europa hat 10 Jahre, in Irland ist es bei 13 Jahren. Ich glaube, man sollte sich hier schon verschiedene Modelle anschauen und vor allem auch mit denen reden, die unmittelbar diese Arbeit auch leisten. Und das sind die Polizistinnen und Polizisten, die tagtäglich auch mit solchen Vorfällen zu tun haben und wo dann oft die Verzweiflung groß ist. Und ich kenne das auch aus meiner Tätigkeit als Richterin, dass man eigentlich gar nichts tun kann. Also ich sage nicht, dass es jetzt die einzige Möglichkeit, dem zu begegnen. Aber ich glaube, es braucht ein Bündel an Maßnahmen und es ist auch zu prüfen. Und ich finde es immer interessant, wenn reflexartig bei der Einleitung von Schritten, um hier eine Verbesserung der Situation herbeizuführen, sofort eine Ablehnung kommt. Weil bevor das nicht mit Wissenschaftlern, auch Expertinnen von Universität und sonst wie diskutiert ist, erlaube ich mir selbst hier, obwohl ich glaube ich schon Sachkenntnis habe in dem Bereich, keine abschließende Beurteilung und daher werden wir das in aller Ruhe auch diskutieren und mit der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft besprechen. Und ja, zu den Aussagen der Justizministerin kann ich nur sagen, da geht es ja nicht darum, dass die ÖVP ein Urteil zu akzeptieren hat. Es geht um den Betroffenen. Ich habe auch niemals den Richter kritisiert. Ich habe lediglich dargestellt, was wichtig ist für die Unabhängigkeit der Justiz. Und das ist schon einmal alleine der Anschein der Befangenheit. Das Verfahren ist ein laufendes, deshalb habe ich es auch nicht kommentiert. Rechtsmittel sind natürlich von den Beschuldigten auch ihr Recht, diese zu ergreifen. Und das wird man abwarten müssen. Und ich glaube, sämtliche unglücklichen Umstände, wie es die Justizministerin gesagt hat, sind heute auch restlos und transparent aufzuklären. Vielen Dank. Wir machen jetzt hier noch 2 Fragen schnell, bevor der Herr Wirtschaftsminister weiter ins Parlament muss. Herr Kocher, eine Frage noch zur COFAG. Da gibt es jetzt Kritik der FPÖ, dass das Imperium von René Benko zu viel Corona-Förderungen erhalten habe, nämlich über die 14 Millionen, die von der EU dafür vorgesehen sind. Ihr Kommentar dazu? Ich kann das nicht beurteilen, weil für die COFAG das Finanzministerium zuständig ist. Ich weiß nicht, was ausbezahlt wurde. Es ist transparent, was passiert ist, aber mehr kann ich dazu nicht sagen, liegt nicht in meinem Verantwortungsbereich. Eine abschließende Frage noch in der zweiten Reihe. Ja, Baumann von der NZZ. Ich habe eine Frage zum Thema Bürokratieabbau, was Sie angesprochen haben. Da frage ich mich, wie realistisch das ist, weil diese Regulierungen, die man der EU immer wieder vorwirft, die fallen ja nicht vom Himmel und werden auch nicht von EU-Bürokraten ausgedacht, so wie es zum Beispiel Viktor Orban immer formuliert, sondern das kommt ja häufig aus den Mitgliedstaaten, die halt unterschiedliche Bedürfnisse für ihre jeweilige Wirtschaft haben. Also insofern frage ich mich, wie realistisch das ist. Und dann noch eine Frage an Sie, Frau Ministerin. Sie sind ja nächste Woche in der Schweiz zu Besuch. Der Herr Kocher hat erwähnt, wie wichtig für den Wohlstand von Österreich der Beitritt zur EU war. Ich habe eine Bertelsmann-Studie im Kopf von vor ein paar Jahren, dass Österreich eines der Länder ist, das am meisten profitiert hat. Also im Prinzip müssten Sie der Schweiz sofort einen Beitritt empfehlen. Vielen Dank. Wir nehmen auch Großbritannien wieder, wenn Sie wollen. Wenn Sie wollen würden. Vielleicht darf ich nur ganz allgemein sagen zu Ihrer ersten Frage. Darum habe ich gesagt, wir sind alle gefordert. Ich sage immer, wer ist die Europäische Union? Wir sind die Europäische Union. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, egal ob das NEKB ist, ob das Lieferkettengesetz ist, auch alle einzubeziehen,
ziehen, die tatsächlich diese Gesetze, diese Verordnungen und Richtlinien dann umzusetzen haben. Und das Ziel, das die Kommission ausgegeben hat mit den minus 25, das ist ja eines, das wir nur gemeinsam erreichen können. Der Vorschlag unsererseits ist daher auch, diese Wettbewerbsfähigkeitsprüfungen zu machen, aber sie auch ernst zu nehmen und nicht zu übergehen. Und das wäre dann, glaube ich, auch ein Beitrag, dass die Menschen nicht zu EU-skeptisch sind. Zum angeblichen Besuch in der Schweiz muss ich sagen, den haben wir schon vor mehreren Wochen leider verschieben müssen. Aber wie gesagt, ich denke, die Schweiz ist in vielen Bereichen, gerade was finanzrechtliche Dinge betrifft, natürlich sehr gut. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie wirklich Mitglied der Europäischen Union werden wollen. Sie haben, wenn sie so wollen, einen Sonderstatus, aber die wissenschaftlichen, der wissenschaftliche Austausch, auch der Austausch, was verschiedene Zugänge für die Zukunft betrifft, der Wirtschaftsraum, ist ja gegeben und es ist ein ganz, ganz enger Partner. Ich kann vielleicht noch zwei Sätze ergänzen zur Frage der Regulierungspflichten, der Regulierung und der Berichtspflichten. Ich glaube, ich habe es ja auch gesagt, kluge Regulierung. Also es ist klar, dass der Binnenmarkt Regeln braucht, dass er auch Sinn und Zweck, dass es nicht 27 unterschiedliche Behandlungen eines Sachstandes gibt. Aber man muss das klug machen, nicht überbordend. Und das ist eine Aufgabe für uns alle, ganz richtig. Und tatsächlich hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass aufgrund der vielen Veränderungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, im Bereich natürlich der grünen Transformation eine große Regulierungsnotwendigkeit gegeben war. Gleichzeitig oft eben nicht genau abgewogen wurde, brauchen wir das wirklich, brauchen wir das so und schaffen wir es, dass Regulierungen in verschiedenen Bereichen auch kohärent mit anderen Bereichen sind. Und da, glaube ich, gibt es Möglichkeiten, besser zu werden und das betrifft genauso die Mitgliedstaaten wie die Europäische Kommission. Also insofern eine Aufgabe an alle. Vielen Dank. Aufgrund von Folgeterminen im Parlament müssen wir die Pressekonferenz leider an diesem Punkt schließen. Vielen Dank an Sie fürs Kommen. Vielen Dank, Herr Wirtschaftsminister, Frau Europaministerin, für die Ausführungen. Und ich darf mich nochmal für die anfänglichen Tonprobleme entschuldigen. Der Bundespressedienst wird gerne nachher den beiden Kollegen noch einen Tonfeil zur Verfügung stellen, damit wir das nachher dementsprechend schneiden können. Vielen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön. Wiedersehen.